gefüllte Ränge beim Schlagspiel der ersten Runde der österreichischen Fußballstaatsliga. Vienna gegen Rapid auf der Hohen Warte. Vienna in einfärbigen, Rapid in gestreiften Leibchen. Rapid ist vom Anfang an überlegen. Vierte Minute, ein Pass von Haller. Seidel schießt mit dem linken Fuß ein. 1:0 für Rapid. Vienna Tormann Schmid im Kreuzfeuer. Schuss von Haller. An die Stange. Schüttel darf greifen weiter an. Die Vienna Abwehr ist nicht im Bild. Schon steht es 2:0. Endlich eine verheißungsvolle Kombination Viennas. Buzek tankt sich durch. Aust kommt zum Schuss und Tor. Schon im Gegenstoß heißt es aber 3:1 für Rapid. Ein Drehschuss von Flügel. Schmid schlägt das Leder weg, aber Flügel ist abermals da und sendet ein. Und das ist der letzte Treffer Rapids. Wieder schießt Flügel ins Netz. Rapid gewinnt nach ausgezeichnetem Spiel 4:2.